Mein Name ist Rainer Meifert, ich komme aus Berlin und ich bin Schauspieler. Ich habe jahrelang Kokain konsumiert, viel davon. Und jetzt begebe ich mich auf die Reise der Droge. Seit einem Jahr bin ich nun clean und hoffe, dass ich das Zeug nie wieder anfassen werde. Du kannst nicht aufhören. Sie spüren auch noch ein Kribbeln. Da sind sie nicht über den Berg. Ich treffe die Hintermänner im Kokaingeschäft. Wenn das Pulver aus Südamerika kommt, haben eine Menge Leute dafür mit ihrem Leben gezahlt. Und verfolge ihre Spur bis zum Ursprung in Kolumbien. In die Höhle des Löwen. Ist einfach brandgefährlich. Welche Auswirkungen hat meine Kokainsucht auf dieses Land? Jedes Mal, wenn du eine Leine ziehst, tötest du einen Bauern oder vergewaltigst ein kleines Mädchen. Ich treffe Opfer und Täter des Drogenkrieges. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätten sie mich auch getötet. Und sehe das Leid, das Kokainkonsum verursacht. Ich hatte keine Vorstellung, dass so furchtbare Dinge passieren. Seit einer Woche bin ich nun in Kolumbien, auf der Spur der Droge, die mein Leben fast zerstört hätte. An meiner Seite mein Begleiter Sune Loik, der lange in Kolumbien gelebt hat und mich bei der Suche unterstützt. Heute stehen wir auf einem Übungsfeld der kolumbianischen Drogenpolizei, die uns mehr über den Drogenkrieg und die Landminen auf den Kokafeldern erklärt. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Kokapflanzen und erfahre mehr über den Ursprung von Kokain. Ja, ich bin jetzt hier im Hochland. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ganz genau, wo ich bin. Ich weiß nur, dass ich auf einer Coca-Plantage bin, die zu Forschungszwecken genutzt wird. Der freundliche Kommandante hat mich hier ein bisschen herumgeführt, hat mich über die verschiedenen Sorten dieser Pflanzen aufgeklärt und will mir jetzt mal den chemischen Prozess zeigen, wie man dann eigentlich Kokain herstellt. Und die beiden sind schon vorgelaufen, Sune und Monsieur, und ich gehe einfach mal hinterher. 10 Jahre war ich voll auf Koks, aber nie habe ich mir Gedanken gemacht, was da wirklich drin steckt. Das ist unser Testlabor, wo wir aus Kokablättern Kokainbase herstellen. In Kolumbien sind die Kokalabore immer in der Nähe der Plantagen. Die Kokalabore sind, wie die Felder, über das ganze Land verteilt und oft in entlegenen Gebieten im Urwald verborgen. Meist sind diese Drogenküchen improvisiert. Auf eine keimfreie Umgebung wird keinen Wert gelegt. Und wenn die Antidrogenpolizei eines auflöst, tauchen an anderen Stellen neue Labore auf. Für die Sondereinheiten der Regierung eine Sisyphusarbeit. Im Jahr 2013 hat die Polizei ungefähr 1100 Coca-Labore zerstört. Um die entdeckten Labore unbrauchbar zu machen, werden sie in Brand gesetzt. Hier werden die Coca-Blätter hineingeschüttet. Das nennt sich Picadero. Die Blätter werden dann mit Zement gemischt. Man nimmt was davon und streut es drüber. Danach kommt noch Natriumhydroxid dazu. Und dann zertrampelt man das Ganze. Das nennen sie Tanzen. In diesem Fass wird die Mischung dann mit Benzin vermengt. Dann kommt später noch Schwefelsäure dazu und man rührt, bis die Schwefelsäure das Benzin durchzogen hat und das Alkaloid übrig bleibt. Die Schwefelsäure setzt sich auf dem Boden des Fasses ab. An diesem Punkt haben wir schon fast Coca-Base, aber sehr schmutzige Base wegen der vielen Chemikalien. Das ist das, was man hier als Bazuco bezeichnet. Danach fügen sie Kaliumpermanganat hinzu. All diese Schritte haben nur den Zweck, einen Inhaltsstoff herauszufiltern. Und nun kommt Ammoniak, der letzte Schritt.
Diese Chemikalien werden nicht in Kolumbien hergestellt, deshalb wird das Zeug auch geschmuggelt. Und das ist das Ergebnis. Der Coca-Bauer nennt das Guarapo. Es ist das Wasser mit dem Alkaloid. Deshalb schütte ich jetzt Ammoniak dazu. Puh. Der Gestank ist kaum zu ertragen. 10 Jahre lang habe ich mir sowas durch die Nase gezogen. Es setzt sich schon ab. Hier kommt die reine Droge zum Vorschein. Direkt in meine Nase. Hier haben wir schon Coca-Base. Wie viel produzieren die so im Schnitt in einem Dschungellabor wie diesem? Ungefähr 1 Kilogramm Coca-Base. Coca-Base. Und in welchem Zeitraum? Das kann ein halber Tag sein, vielleicht ein Tag. Also an einem Tag können Sie die Grundlage für fast 1 Kilo Kokain herstellen. Je nach Laborgröße kann man kleinere oder eben größere Mengen herstellen. Das ist die Coca-Base. Und so geht sie dann in das nächste Labor, wo sie kristallisiert wird. Ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie. Für mich als Ex-Konsument ist dieser Besuch erschreckend und abschreckend. Diese Mixtur, die aus diesen Coca-Blättern gewonnen wird, ist, wie ich heute gesehen habe, einfach nur schäbiger Dreck. Also ehrlich gesagt wird mir ganz anders, wenn ich daran denke, dass ich mir sowas Jahre über den Kopf gehauen habe. Aber der Kampf gegen die Drogen wird nicht im Testlabor gewonnen. Die Spezialisten der Antidrogenpolizei führen mich nun zu ihrem Waffenarsenal und zeigen mir ihr Kriegsgerät. Bei dem Modell hier regulieren wir über die Einstellung des Stativs die Schussdistanz. Das ist also ein Mörser? Ja. Musstest du den schon mal gegen die FARC einsetzen? So etwas benutzen wir in der Regel bei Coca-Feldzerstörungen. Wenn der Feind uns mit Granaten angreift, antworten wir mit indirektem Feuer. Okay. Spätestens jetzt wird klar, warum man von Guerilla, also von Kleinkrieg, spricht. Ich habe ja auch schon einiges gehört und dass man sich da bekriegt, aber dass es so Hightech abgeht und wirklich solche Waffen am Start sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist pure Realität. Ich hoffe, dass der ganze Scheiß mit dem Krieg und FARC und alles, was dazugehört, schnell beendet wird. Neben dem offenen Konflikt gibt es aber auch eine wirklich hinterlistige Methode der Drogenbanden, um die Coca-Felder zu schützen. Landminen. Das ist so ein Gerät, das wir zum Aufspüren von Landminen benutzen. Denn die sind ein großes Problem für mich und meine Kollegen bei der Antidrogenpolizei. Bei ihrem Kampf gegen den Coca-Anbau dringen die Spezialeinheiten weit in das Landesinnere zu den Plantagen vor. Doch die Coca-Felder werden von kriminellen Terrorbanden mit Landminen verteidigt. Meist werden die Minen unter den Pflanzen vergraben. Wenn diese dann von Helfern herausgerissen werden, damit sie vertrocknen, zündet die tödliche Sprengfalle. Ich soll mir schließlich selbst ein Bild von der Arbeit des Minensuchtrupps machen und werde nach einem kleinen Crashkurs zum Minensucher. Wie bei einem echten Einsatz wartet die Sondereinheit auf mein Zeichen bei einem Minenfund. Podríamos estar hablando estos últimos 8 años.
Wenn wir über die letzten 8 Jahre sprechen, hat der Drogenkrieg 151 Polizisten das Leben gekostet. Und eine große Zahl an Männern wurde durch Landminen verletzt. Sobald eine Mine gefunden wird, rücken Spezialisten nach, um sie zu entschärfen. Die Mine muss nun kontrolliert gezündet werden, damit sie keinen Schaden mehr anrichten kann. Für das Räumkommando eine gefährliche Aufgabe. In unserem Fall handelt es sich nur um eine Übungsmine, die jetzt, wie bei einem echten Einsatz, kontrolliert gesprengt wird. Deswegen heißt es nun, zurückziehen. Da hier für den Ernstfall trainiert wird, fühlt es sich für mich wie echt an. Entsprechend angespannt bin ich jetzt auch. Ich werde dir jetzt eine wichtige Aufgabe übertragen. Du hast das Kommando und wirst die Einheit sicher aus dem Feld führen. Wenn ihnen etwas zustößt, bist du schuld, weil du das Kommando hast. Du hast jetzt die Verantwortung. Verstehst du? Die Jungs lassen einfach nicht locker. 15 Kilo Marschgepäck plus Sturmgewehr bei 35 Grad Dschungelhitze. So führe ich die Einheit vom Feld. Vamos, muchachos. Ich habe absoluten Respekt vor den Jungs hier. Erstens, dass sie in fast 2000 Meter Höhe dick angezogen hier in Dienst tun. Zweitens, dass sie ihr Leben für andere in Gefahr setzen. Für solche Leute wie mich, die Blödsinn gemacht haben, Kokain geschnupft haben, für ihre Grenzen nicht gekannt haben. Und diese armen Jungs setzen einfach ihr Leben aufs Spiel. Tretminen, Blut, Morde, alles, was du dir vorstellen kannst. Das war eine absolute Erfahrung für mich. Zurück in Bogotá. Nach all den Übungen will ich mir morgen das echte Leben ansehen, um zu begreifen, wie real das Leid in diesem Land ist. Ich bin auf dem Weg zu einem Reha-Zentrum der Polizei. Hier will ich John Martin treffen, einen Polizisten, der vor 2 Jahren durch eine Landmine schwer verletzt wurde. Natürlich hat der bewaffnete Konflikt viele Opfer gefordert. Viele Polizisten sind durch Landminen getötet oder verletzt worden. Das ist die unmenschlichste Waffe, die im kolumbianischen Kleinkrieg eingesetzt wird, um die illegalen Coca-Plantagen zu schützen. In den letzten 25 Jahren wurden 10.610 Menschen durch Landminen getötet. Auch wenn die Zahl der Minenopfer in den letzten Jahren rückläufig ist, sterben dennoch jedes Jahr Menschen oder verlieren Gliedmaßen. John Martin ist Opfer einer Mine geworden und will mir hier im Reha-Zentrum seine Geschichte erzählen. Wie geht's dir? Gut, ich bin hier in Therapie, um mich zu erholen. Würdest du mir bitte erzählen, wie es passiert ist? Ich habe für die Coca-Vernichtungseinheit gearbeitet. Ich war gerade auf dem Weg von unserem Stützpunkt zu einem illegalen Coca-Feld, um dort auf Patrouille zu gehen. Da bin ich plötzlich auf einen Sprengkörper getreten. Eine Mine. In dem Moment, wo ich auf die Mine getreten bin, habe ich gar nicht gemerkt, dass das eine Mine ist. Ich habe eher an einen Granatenangriff gedacht. In dem Moment verliert man das Gehör und man ist blind. Bei mir waren das 10 Sekunden. Als ich wieder sehen konnte, sind die Bäume an mir vorbeigezogen. Ganz, ganz langsam. Ich habe dann als erstes mein Gewehr gesucht, weil ich ja dachte, ich wäre angegriffen worden. Ich habe es aber nicht gefunden, weil es 1,5 Meter weggeschleudert worden war. Ich wusste, dass ich verletzt war. Als ich an mir runtergeguckt habe, habe ich gesehen, dass das Bein komplett zerfetzt war.
Die Knochen haben rausgeguckt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es so schlimm ist. Ich hätte fast auch meinen Arm verloren. Da sind jetzt Metallplatten drin. Das Schienbein war gebrochen und sie mussten meinen Darm an einigen Stellen ersetzen. Ja, und das eine Bein habe ich verloren. Dass ich überlebt habe, ist wirklich ein Wunder. Die Mine hat mich komplett zerstört. Ich war zweimal kurz davor zu sterben. Ich bewundere seinen Lebensmut und seine Kraft, mir diese Geschichte zu erzählen. Passiert sowas oft? Um ehrlich zu sein, ja. Die Guerilleros verminen viele Felder. Sie graben die Minen ein, um das Feld zu schützen. Und lassen sie dann einfach da, wenn sie weiterziehen. Sie deaktivieren sie nicht. Dort sind Bauern, Polizisten und Soldaten unterwegs und treten auf die Minen. Das passiert sehr häufig. Hast du Angehörige oder Freunde durch den Konflikt verloren? Ja klar, viele. Weil dort auf den Feldern, da findet der richtige Krieg statt. Denn der Kleinkrieg hier in Kolumbien wird durch den Drogenhandel finanziert. Würdest du den Job nochmal machen? Es ist sehr gefährlich und wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, würde ich was anderes machen. Jetzt weiß ich eben, worauf man sich da einlässt. Gibt es etwas, das du den Konsumenten in Deutschland sagen möchtest? Wir machen hier einen knochenharten Job in einem Krieg, den ihr euch da drüben gar nicht vorstellen könnt. Also man kann, glaube ich, sagen, dass Kolumbien einen großen Aufwand betreibt, um den Drogenhandel zu bekämpfen. Und all das, weil die weltweite Nachfrage so hoch ist. Es tut mir sehr leid. Das Leid hier in Kolumbien hat viele Gesichter. Und John Martin ist nur eines von tausenden Opfern meiner Sucht. Ich bin total beeindruckt von der Lebensfreude von John, weil der, ich meine, ich hatte damals ein Problem mit dem Autounfall, dass ich eine Zeit lang nicht mehr laufen konnte und der wird sein Leben lang nicht mehr laufen. Sich jeden Tag um seinen Körper kümmern, Physiotherapien und hat trotzdem einen Lebensmut und war so gelaunt, hat mich so freudig auch begrüßt und war so offen in einem Gespräch, dass wirklich da fast die Tränen gekommen sind, muss ich sagen. Das ist total beeindruckend, dass die vor der Macht der Droge da nicht kapitulieren und dass sie sich auch vor der ganzen Gewalt und vor dem ganzen Terror, der da verursacht wird, einfach nicht einschüchtern lassen, sondern einfach weiter fürs Volk kämpfen, damit die einfach endlich Ruhe in dieses Land bekommen. Am nächsten Tag will Sune mir eine andere Seite von Bogotá zeigen. Wohin fahren wir jetzt? Ist das eine Überraschung? Es geht auf den Montserrat, ein 3000 Meter hoher Berg mit einer unfassbaren Aussicht. Das ist riesig, was? Hey, wir stehen hier auf dem Dach der Welt. Aber wegen der Aussicht sind wir nicht hier. Sune will mir heute zeigen, dass Coca auch ein zweites Gesicht hat. Have a seat. Der da ist für dich. Was ist das? Probier's aus. Was ist das?
Will ich mal, das, mein Freund, ist Coca-Tee. Ist Coca-Tee. Nee, das trinke ich nicht. Doch, der ist gut für dich. Hey, ich habe ein Jahr gebraucht, meinen Kopf frei zu bekommen. Nein. Das ist Coca. Das ist nicht Kokain. Coca ist gesund. Das hat nicht die Wirkung wie Kokain. Sie machen daraus Rum, Mehl, um Brot zu backen. Sie machen alles Mögliche daraus. Aber das Beste ist ohne Zweifel der Tee. Probier ihn, der ist gut. Sunat leid reden. Der lag nicht während eines Entzugs mit Wahnvorstellungen im Bett. Aber doch, tatsächlich. Schmeckt wie aromatisierter Tee. Sehr süß, ist da Honig drin? Ja, sie machen Honig und Limette rein. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Ich dachte, Coca sei illegal. Woher kommen dann die Pflanzen? Du musst verstehen, dass die Pflanze an sich gut ist. Was sie daraus machen, ist schlecht. Können wir vielleicht einen legalen Coca-Bauern treffen? Oder jemanden, der es früher mal angepflanzt hat? Einen legalen Coca-Bauern zu finden, ist schwer. Sie leben sehr versteckt, aus Angst vor den kriminellen Banden. Aber ich kenne Leute, die uns vielleicht einen Kontakt zu einem Ex-Coca-Bauern herstellen können. Vermutlich pflanzt er jetzt was anderes auf seinen Feldern an. Um Ex-Coca-Bauern zu treffen, müssen wir tief ins Landesinnere, in das Coca-Anbaugebiet. Hier regieren die FARC und andere kriminelle Gruppen. Deswegen fliegen wir im Schutz unserer neuen Freunde, der Antinarkotikos-Spezialeinheit, über feindliches Gebiet. Immer wieder geben sie Warnschüsse in den Dschungel unter uns ab, vermutlich um den unsichtbaren Feind abzuschrecken. Schließlich landen wir in Cauca, eine Region im Südwesten von Kolumbien. Wir fahren mit einem Zivilfahrzeug weiter in Richtung Küste. Alles andere wäre zu auffällig. Unser Kontaktmann, der uns den Weg zu den Bauern zeigt, erklärt mir, wo wir eigentlich sind. Das ist der Bezirk Cauca. Wir waren in Popayán und fahren nun Richtung Westen. In dieser ganzen Bergregion wird Coca angebaut. Und von dort aus Richtung Küste halten sich die meisten illegalen Banden auf. Denn dort gibt es die meisten Coca-Felder. Das ist eine Region mit vielen sozialen Problemen. Es gibt viele bewaffnete illegale Gruppen. Das ist also quasi das Zentrum der Guerillas und des Drogenhandels. Wir haben jetzt langsam die gefährliche Zone erreicht. Das ist ein Brennpunkt hier für Guerillas, die hier LKWs überfallen, Terror ausüben, um die Leute einzuschüchtern. That little road up there. Die Straße da drüben geht hoch in die Berge. Von dort kommen sie meistens. Sie kommen hier runter, machen ihre Überfälle und verschwinden wieder. Sie kommen in kleinen Gruppen, meistens so 10 bis 20 Leute. Sie sperren zum Beispiel hier die Straße, stoppen die Fahrzeuge, zünden ein paar Busse oder LKW an, kontrollieren die Papiere von ein paar Autofahrern und dann hauen sie wieder ab. Das dauert 10 bis 15 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Ganz schnell. Ganz schnell. Die Bauern, die wir nun besuchen, sind mit staatlicher Unterstützung auf den Anbau von Kaffee umgestiegen. Seitdem müssen sie vom Militär geschützt werden. Schließlich haben sie vor einigen Jahren dem Coca-Anbau abgeschworen. Und das mitten im Hoheitsgebiet der Rebellengruppen, die mit Koks ihren Krieg finanzieren. Racheaktionen und Gewaltverbrechen an den Bauern stehen hier nach wie vor auf der Tagesordnung. Buenos días.
Bienvenidos, Buenos mi nombre es Isa Paulina. Soy Rainer. Bienvenido. Thank you. Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo está? Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo está? It's a wonderful place. Das ist ein wunderschöner Ort. Wie viele Menschen leben hier? Ungefähr 160. 180 Familien. Und du pflanzt inzwischen Kaffee an? Können wir die Plantage mal sehen? Ist sie weit von hier? Ich habe sowas noch nie gesehen. Sí, señor. Natürlich. Gehen wir. Vamos. Mit der halben Dorfgemeinschaft im Schlepptau machen wir uns auf zu dem Feld, wo Nils ja früher Coca angepflanzt hat. Es ist gigantisch groß und heute voller Kaffeepflanzen. Im unteren Teil hatten wir Coca-Felder. Meine Mama ist gestorben, als ich noch sehr klein war. Deshalb habe ich weiter Coca angebaut, so wie es alle in dieser Zeit gemacht haben. Aber das hat viele Probleme mit sich gebracht in der Region. Gewalt, Massaker. Viele Familien wurden vertrieben. 2007 hat die Regierung dann ein sehr gutes Programm angeboten. Das heißt Försterfamilien. Illegale Pflanzen werden durch legale Pflanzen ersetzt. Und das sind die Resultate. Wir sagen, dass wir in Ruhe leben. Der Kaffee bringt zwar nicht so viel Geld ein, aber wir leben in Frieden. Ich habe keine Vorstellung, wie so ein Massaker abläuft. Was haben sie dir und deiner Dorfgemeinschaft angetan? Community. Also sie kommen vorbei und töten eine ganze Familie. Hast du bei solch einem Massaker jemanden aus deiner Familie verloren? Ja, ich habe Familienmitglieder verloren. Darf ich fragen, was sie ihnen angetan haben? Also du musst es nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. You don't have to answer if you don't want. Sie töten sie mit Kugeln. Einen Schuss in den Kopf. Jetzt wird mir klar, warum diese Kaffeefelder und die Bauern seitdem vom Militär beschützt werden müssen. Bist du der FARC schon häufiger begegnet? Wer sind die? Das ist ganz verschieden. Sie sind bunt gemischt. Alte, junge, von hier oder anderswo. Bauern, Stadtmenschen, aber auch Kinder. Die Terrorbanden gehen zu den kinderreichen Familien und nehmen sich einfach die Kinder. Es sind also alle Altersgruppen vertreten. This area is still dangerous here. Ich habe gehört, dass das hier eine sehr gefährliche Gegend ist, in der die FARC und andere Gruppen aktiv sind. Are you scared about that? Hast du eigentlich manchmal Angst, dass sie zurückkommen und sich alles wiederholen? Sie dich zwingen, Coca anzubauen? Oder fühlst du dich beschützt? Die Angst ist immer da. Die verschwindet nie ganz. Aber hier bei uns direkt haben wir seit 2 bis 3 Jahren keine Gruppen mehr gesehen. Doch die Angst geht niemals ganz weg. Wir alle sind uns einig, dass wir nie wieder Coca anbauen wollen. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Und zum Abschluss eine Tasse Kaffee von Nilsas Plantage. Kokser haben dazu beigetragen, dass hier früher der größte Terror geherrscht hat. Und heute sind hinter den Bergen immer noch Guerillas, FARCs zu finden. Aber langsam kriegt die kolumbianische Regierung das hier so ein bisschen in den Griff. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall für Nisa, dass sie den Absprung geschafft hat und hier ganz tollen Kaffee produziert. Okay, voll. Ja. Adios. Nils sprach unter anderem auch von Kindersoldaten, also Kindern, die von kriminellen Gruppen entführt und gezwungen werden zu töten. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Im Kokain steckt etwas drin, und zwar ganz viel davon. Gewalt. Und das ist für das Volk das Schlimmste. Hier bedeutet Gewalt fast immer Tod. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich höre, dass es seit Bestehen der italienischen Mafia 900 Tote gegeben haben soll. So viele Menschen sterben hier in einem Monat. Die Kämpfer im bewaffneten Konflikt zwischen FARC und Regierung werden immer jünger. Menschenrechtsorganisationen gehen von rund 14.000 bewaffneten Minderjährigen aus, die in Kolumbien zum Töten gezwungen werden. Eine junge Frau, die dieses Schicksal hinter sich hat, werde ich nun treffen, um einen ganz anderen Aspekt des Drogenterrors hier im Land kennenzulernen. Sarah ist inzwischen Mitte 20 und wurde als Kind 11 Jahre lang von der FARC gefangen gehalten, bis sie endlich fliehen konnte. Ich habe im Vorfeld schon von deiner sehr schlimmen Geschichte gehört. In welchem Alter musstest du zur Armee? Ich war 11 Jahre alt, bin losgegangen, um etwas fürs Frühstück zu besorgen. Und in diesem Laden bin ich entführt worden, als ich rausgehen wollte. Tja, und was soll man gegen Waffen machen? Ich wurde an dem Arm gepackt und mitgenommen. Und das Erste, was sie mir gesagt haben, war, dass ich nicht schreien und nicht weinen durfte, denn sonst würde meine Familie dafür bezahlen müssen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann und was für immer in meinem Kopf bleiben wird, nachdem sie uns ins Camp gebracht haben, war ein kleiner Junge, um die 10 Jahre. Und seine Militäruniform und das Gewehr waren größer als er. Und er sagte zu uns, willkommen bei der FARC, so als wären wir in einem Vergnügungspark. Gibt es Gewalt gegen die Kindersoldaten, gegen die Mädchen? Die Kinder werden geschlagen. Wenn im Training nicht die gewünschte Leistung erbracht wird, steht das eigene Leben auf dem Spiel. Ihnen ist es egal, ob man Junge oder Mädchen ist. Sie wollen Soldaten für den Krieg heranzüchten. Oder wie wir es genannt haben, Kanonenfutter für die Truppen. Beim Training gab es eine Situation, in der ich nicht mehr konnte. Ich war völlig fertig und bin auf den Boden gefallen. Und der Kommandant hat mit seinem Stiefel mein Gesicht fest auf den Boden gedrückt und gesagt, dass hier Männer für den Krieg trainieren und nicht Nonnen fürs Kloster. Und sowohl Jungen als auch Mädchen waren immer wieder Vergewaltigungen durch die Vorgesetzten ausgesetzt. Nachdem ich 5 Tage dort war, wurde ich das erste Mal vergewaltigt. Sind durch das Verbrechen Kinder entstanden? Ja. Ich habe 2. Also Morde und Vergewaltigung sind das tägliche Brot hier in Kolumbien. Man spricht von 4 toten Zivilisten für jeden getöteten Soldaten. Was die Vergewaltigungen angeht, gibt es eine eindrucksvolle Zahl von Oxfam. 400.000 Vergewaltigungen. Das ist ein richtiger Krieg gegen die zivile Bevölkerung. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal töten musstest? Nach 5, 6 oder 12 Tagen im Camp musste ich in meine erste Schlacht. Ich kann nicht sagen, ob das nicht vielleicht schon der Tag war, an dem ich den ersten Menschen getötet habe. Wir waren sehr viele Kinder, die in die Schlacht gezogen sind. Aber nur ein paar sind zurückgekommen.
Und wir, der Rest, mussten sie einsammeln, Gräber graben und sie reinlegen. Und es gab keine Mama und keinen Papa, die etwas dagegen machen konnten. Eins kann ich dir sagen, wenn man merkt, dass es keinen Ausweg gibt, dass man für immer dort bleiben muss. Es ist traurig, das zu sagen. Aber als Kind verliert man die Lust zu leben. Man wünscht sich bei jeder neuen Schlacht, nicht mehr lebend rauszukommen. Man will sterben. Sie bringen uns bei, dass es keinen Schmerz gibt, dass die Liebe nicht existiert, dass wir Maschinen sind. Und das alles für Kokain, Macht und Geld. Was ist das Schlimmste aus dieser Zeit, an das du dich erinnern kannst? Ein Freund, einer der wenigen, die ich hatte, hat einen Fehler gemacht. Und man sagte mir, ich müsse ihn töten. Denn er wurde für seinen Fehler zum Tode verurteilt. Er sagte, dass es ihm lieber sei, wenn ich ihn töten würde, als wenn es einer von den anderen machen würde, die daneben standen. Denn sie wären allesamt Verräter. Er hat sich auf den Boden geworfen, meine Beine umarmt und dann... mehr als meine eigene Familie. Es tut mir sehr leid. Es ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Sind Kokainkonsumenten die wirklichen Mörder? Nein, ich habe nicht das Recht zu urteilen. Ich kann nicht sagen, dass die Konsumenten schuld an all dem sind. Ich habe gelitten. Auf gewisse Art sind wir alle Opfer des Konsums. Wie denkst du heute über das alles, über das Verbrechen? Der Kleinkrieg und der Paramilitarismus sind ein Geschäft. Denn hier gewinnt der Höchstbietende. Aber am Ende gewinnt niemand etwas. Der einzige Gewinner ist der Tod. Der Tod von Kindern, Jugendlichen, für einen absurden Krieg. Mit meiner Lebensgeschichte und diesem Treffen mit dir möchte ich zeigen, wie das wahre Gesicht des Konflikts aussieht und das, was man hier im Land erlebt. Du kannst sehr stolz auf dich sein und darauf, dass du entkommen konntest. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ich habe nie gedacht, dass es sowas wirklich gibt. Diese Grausamkeit, die ihr angetan wurde, im frühen Kindesalter von der Familie, einfach gekidnappt und dann dazu ausgebildet, Menschen zu töten, in den Krieg zu ziehen. Das ist eine andere Welt. Und ich muss das mal kurz selber für mich verarbeiten. Sarah hat ihre persönliche Hölle zum Glück überstanden und lebt mit ihren zwei Kindern endlich ohne Angst. Der letzte Tag in Bogotá. Langsam heißt es auch Abschied von Sune zu nehmen, der mit mir in den letzten zwei Wochen durch dick und dünn gegangen ist. Ich bin dir so dankbar, dass du das alles hier organisiert hast. Meine Einstellung hat sich total verändert. Ich war noch nie so sehr in dem Thema drin. Klar, ich habe das Zeug konsumiert, habe viele Geschichten gehört, aber ich lag total falsch.
Die Wirklichkeit ist vollkommen anders. Ich freue mich, dass es dir was gebracht hat, dass es geholfen hat, wirklich. Okay, ich bin dran. Ich bin beeindruckt von diesem Land. Die Leute sind so freundlich. Hier ist wirklich jeder freundlich. Jeder will helfen. Das ist das Seltsame hier. Man fühlt so viel menschliche Wärme, aber zugleich auch so viel Gewalt und Krieg. Das ist echt ein merkwürdiger Konflikt. Du kannst hier leben, Billard spielen, draußen rumlaufen und nichts davon mitbekommen. Dann ändert sich das Blatt, du bist in der falschen Ecke, triffst den falschen Typen und bist in einer vollkommen anderen Welt. Die meisten Leute leben hier in einem wundervollen Land mit tollem Essen und einer guten Einstellung. Es ist einfach irrsinnig. Irrsinnig. Ja, das ist der richtige Ausdruck. Ich bin froh, dass ich den Trip meines Lebens nicht alleine machen musste und mit Suna einen echten Freund gefunden habe. Diese Reise hat mein Leben total verändert. Für immer. Vom Koks bin ich definitiv weg. Ich hatte damals in meiner Drogenzeit keine Ahnung, was ich über 10 Jahre mit meinem Kokainkonsum angerichtet habe. All das Leid und Blut, das an den Drogengeldern klebt. Ich bin da seinerzeit reingerutscht und hatte viele Jahre ein Problem damit. Ich habe den Ausweg geschafft und mir ist hier so viel vor Augen geführt worden. Je mehr wir gedreht haben, desto mehr habe ich einfach gemerkt, was für ein Shit ich mir die ganze Zeit so angetan habe. Auch die Mixturen, wie es hergestellt wird, was da letzten Endes drin ist. Die Kriege, die geführt werden, die Menschen, die umgebracht werden, die Kinder, die vergewaltigt werden. Das spricht alles für sich und das muss man auch nicht mehr kommentieren, sondern da muss man einfach einen Riegel vorschieben und ja, das muss sich einfach ändern. Und dann zertrampelt man das Ganze. Das nennen sie Tanzen. In diesem Fass wird die Mischung dann mit Benzin vermengt. Dann kommt später noch Schwefelsäure dazu. Und man rührt, bis die Schwefelsäure das Benzin durchzogen hat. Und das Alkaloid übrig bleibt. Die Schwefelsäure setzt sich auf dem Boden des Fasses ab. An diesem Punkt haben wir schon fast Coca-Base, aber sehr schmutzige Base wegen der vielen Chemikalien. Das ist das, was man hier als Bazuco bezeichnet. Danach fügen sie Kaliumpermanganat hinzu. All diese Schritte haben nur den Zweck, einen Inhaltsstoff herauszufiltern. Und nun kommt Ammoniak, der letzte Schritt. Diese Chemikalien werden nicht in Kolumbien hergestellt, deshalb wird das Zeug auch geschmuggelt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ganz genau, wo ich bin. Ich weiß nur, dass ich auf einer Coca-Plantage bin, die zu Forschungszwecken genutzt wird. Der freundliche Kommandante hat mich hier ein bisschen herumgeführt, hat mich über die verschiedenen Sorten dieser Pflanzen aufgeklärt und will mir jetzt mal den chemischen Prozess zeigen, wie man dann eigentlich Kokain herstellt. Und die beiden sind schon vorgelaufen, Sune und Monsieur, und ich gehe einfach mal hinterher. 10 Jahre war ich voll auf Koks, aber nie habe ich mir Gedanken gemacht, was da wirklich drin steckt. Das ist unser Testlabor, wo wir aus Coca-Blättern Kokainbase herstellen. In Kolumbien sind die Coca-Labore immer in der Nähe der Plantagen. Die Coca-Labore sind, wie die Felder,
über das ganze Land verteilt und oft in entlegenen Gebieten im Urwald verborgen. Mein Name ist Rainer Meifert, ich komme aus Berlin und ich bin Schauspieler. Ich habe jahrelang Kokain konsumiert, viel davon. Und jetzt begebe ich mich auf die Reise der Droge. Seit einem Jahr bin ich nun clean und hoffe, dass ich das Zeug nie wieder anfassen werde. Du kannst nicht aufhören. Sie spüren auch noch ein Kribbeln. Da sind Sie nicht über den Berg. Ich treffe die Hintermänner im Kokaingeschäft. Wenn das Pulver aus Südamerika kommt, haben eine Menge Leute dafür mit ihrem Leben gezahlt. Und verfolge ihre Spur bis zum Ursprung in Kolumbien. In die Höhle des Löwen. Ist einfach brandgefährlich. Welche Auswirkungen hat meine Kokainsucht auf dieses Land? Jedes Mal, wenn du eine Leine ziehst, tötest du einen Bauern oder vergewaltigst ein kleines Mädchen. Ich treffe Opfer und Täter des Drogenkrieges. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätten sie mich auch getötet. Und sehe das Leid, das Kokainkonsum verursacht. Ich hatte keine Vorstellung, dass so furchtbare Dinge passieren. Seit einer Woche bin ich nun in Kolumbien, auf der Spur der Droge, die mein Leben fast zerstört hätte. An meiner Seite mein Begleiter Sune Loik, der lange in Kolumbien gelebt hat und mich bei der Suche unterstützt. Heute stehen wir auf einem Übungsfeld der kolumbianischen Drogenpolizei, die uns mehr über den Drogenkrieg und die Landminen auf den Kokafeldern erklärt. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Kokapflanzen und erfahre mehr über den Ursprung von Kokain. Ja, ich bin jetzt hier im Hochland. Meist sind diese Drogenküchen improvisiert. Auf eine keimfreie Umgebung wird keinen Wert gelegt. Und wenn die Antidrogenpolizei eines auflöst, tauchen an anderen Stellen neue Labore auf. Für die Sondereinheiten der Regierung eine Sisyphusarbeit. Im Jahr 2013 hat die Polizei ungefähr 1100 Coca-Labore zerstört. Um die entdeckten Labore unbrauchbar zu machen, werden sie in Brand gesetzt. Hier werden die Coca-Blätter hineingeschüttet. Das nennt sich Picadero. Die Blätter werden dann mit Zement gemischt. Man nimmt was davon und streut es drüber. Danach kommt noch Natriumhydroxid dazu.